Meine lieben Schützen, willkommen zur Frühjahrslegung 2022. Wir beginnen gleich mit euch. Alle anderen können gern nach vorspringen. Ich werde unten die Zeit reingeben, damit ihr gleich dorthin springen könnt zu eurem Sternzeichen. So, es zeigt sich für die Schützen das Eichhörnchen an mit der Nummer 12. Eine Glückskarte ziehe ich noch hinzu. Sehr schön. Oh, zwei. Okay. Das Eichhörnchen. Glaube an dich. Eine sehr, sehr schöne Karte. Ich glaube, ich hatte sie überhaupt noch nie. Ich bin gerade ganz verblüfft. Okay. Glaube an dich. Du musst warten können. Ja, wenn du dir irgendetwas manifestierst, irgendetwas erhoffst, erwartest, ein Wunder erwartest, was auch immer, du musst darauf warten können. Wenn du nicht so lange darauf warten kannst, da fehlen mir gleich die Worte, und du, bevor es in dein Leben tritt, schon abbricht, und du sagst, das wird sowieso nichts, das kommt eh nicht, dann hast du es abgebrochen und es kommt auch nicht. Also man muss es schon abwarten können. Glaub an dich, ja, was du hier auch immer im Frühjahr für dich dir vornimmst. Happiness is not a destination, it's a way of life. Ja, ganz genau. Sieh dich doch einmal ganz genau um. Vielleicht entdeckst du am Wegrand etwas, das dir bisher nicht aufgefallen ist. Das kleine Glück. Ja, also glücklich sein kann man jetzt sofort in diesem Moment. Also da muss nichts passieren im Leben, dass man glücklich sein kann. Man kann jetzt sofort in diesem Moment glücklich sein. Und wenn man natürlich ständig da nach Gründen sucht, warum man nicht glücklich sein kann, ja, dann sucht man halt ständig nach Gründen, warum es nicht so sein kann. Aber man braucht fürs Glücklichsein gar keinen Grund. Man kann jetzt hier sofort in diesem Moment glücklich sein. Denn Glück ist ein Seinszustand und dafür braucht man gar nichts. Also glaub hier an dich, was auch immer du hier vorhast. Wir schauen hier ganz genau jetzt rein. Also du musst hier nichts erreichen oder sonst was, um glücklich zu sein. Glücklich kannst du sofort sein. Und wir haben hier das Ass der Stäbe, wo man hier einfach vielleicht auch eine gewisse Chance sich bietet, die zu ergreifen ist im Frühjahr. Oder auch, ich sehe so dieses dritte Auge auch, wo man im Inneren vielleicht auch dieses eigene Feuer entdeckt, das ja im Inneren lodert. Und hier zeigt sich auch das Ass der Schwerter. Und das ist auch diese Erkenntnis, ja, dass das Glück ja im Inneren ist und man dafür ja gar nichts tun muss und dafür ja gar nichts im Außen braucht. Denn das Glück ist einfach im Inneren und wenn man im Inneren glücklich ist, kommt es von außen dann ganz automatisch auf einen zu. Die achte Kelche, ein gewisser Schritt in eine ungewisse Richtung. Kann auch ein Schritt ins Innere sein, dass man hier einfach mal nach innen geht und im Inneren nach dem Glück hier sucht, bekomme ich hier so rein. Und wer kommt dann hier im Außen? Der Ritter der Münzen zeigt sich hier dann im Außen. Also man sieht hier sehr klar, was ich gerade sagte, wenn man im Inneren glücklich ist, kommt es dann auch im Außen und das sieht man hier wirklich sehr schön, diese innere Erkenntnis hier, das Feuer, das Leuchten im Inneren zu erkennen und hier wirklich im Inneren auf die Suche nach dem Glück sich machen und hier kommt dann im Außen
ein Ritter der Münzen, ja, mit diesen ganzen unterschiedlichen Schätzen, ja, die er mit sich trägt, langsam. Also der Ritter der Münzen ist langsam, aber er ist langsam auf dem Weg zu euch. Man sieht hier natürlich, ihr seid hier auf dem Weg und hier ist jemand auf dem Weg, ja. Ob ihr euch im Frühjahr schon trefft, kann man hier nicht sagen, aber man sieht, hier sind zwei Personen auf dem Weg zueinander, ja? Eine Person ist im Außen auf dem Weg und die andere Person im Inneren. Aber wenn beide am Ziel angelangt sind, treffen sie sich zueinander. Also schon fast eine Seelenpartnerlegung hier jetzt für im Frühjahr, für meine lieben Schützen. Ich schaue gerade, ob ich es hier anders noch deuten kann. Nein, es ist wirklich also schon eine Seelenpartnerlegung hier, muss man hier so sagen. Wie gesagt, man muss hier warten können, ja. Also so eine Seelenpartnerreise geht hier nicht von heute auf morgen. Das dauert einfach. Glaub an dich, man muss warten können. Und Glück ist keine Destination, kein Endziel, sondern es ist the way of life, es ist eine Lebensweise, ja, eine Lebensart. Und genauso wie ich sagte, Glück ist ein Seinszustand, ja, und du machst dich hier im Frühjahr auf den Weg, dein inneres Glück hier zu suchen, zu finden und zu erkennen, ja. Und hier im Außen ist auch, ja, eine Person hier auf der Suche. Meine Lieben, wir gehen weiter mit, wer ist jetzt dran? Steinbock. So. Hallo lieber Steinbock, wir legen für Frühjahr 2022 schon wieder. Okay. Das Eichhörnchen und ein Glückskärtchen dazu. Alles wird gut, glaub an dich. Sehr schön. Sehr schöne Botschaft. Ja, lieber Steinbock, glaube an dich, alles wird gut. Also hier ist sehr aussagekräftig. Das Eichhörnchen hier hat hier, ich glaube, viele Schätze gesammelt, viele Ressourcen gesammelt. Das Einzige, was für dich jetzt noch notwendig ist, auch an dich zu glauben, dann wird hier wirklich alles gut. Also es zeigt mich hier bei dir wirklich an, dass du schon alles hast. Du musst hier nur mehr an dich glauben und alles wird gut. Also du hast hier wirklich Ressourcen, du hast hier alles, ja. Es zeigt sich hier auch die Liebenden unterm Deck und auch mit der 12, ja. Gut. Es zeigt sich hier eine gewisse 180-Grad-Wendung an für dich. Wie du eventuell eine andere Person wahrnimmst, kommt mich hier rein. Ja, ich weiß nicht, mir kommt das gerade rein. Vielleicht, ja, ich muss es jetzt so sagen, vielleicht eine andere Person, die du höher geschätzt hast bisher als dich selbst. Und du musst jetzt wirklich an dich glauben. Du hast alles Mitte, du hast alle Ressourcen. Das Einzige, was du jetzt noch tun musst, ist wirklich hier an dich zu glauben und diese Person aus einem anderen Blickwinkel hier zu sehen. Oh, ja, worum es hier auch immer geht. Kann hier beim Partner sein. Es kann hier sein, dass ihr hier gemeinsam euch schon auf dem Weg macht oder du hier. Ja,
Ja, es zeigt mir hier auch einen Umzug an. Kann hier sein, dass man hier umzieht im Frühjahr, dass man hier wegzieht von irgendwo. Zeigt sich hier die Königin der Stäbe. Ja, also definitiv hier in eine komplette Veränderung hier, eine komplett neue Sichtweise, wo man sich hier einfach wohlfühlt, ja, wo man sich hier innen wie außen wohlfühlt und hier in eine komplett neue Zukunft hier irgendwo schreitet, ja, und du hast hier schon alles bei dir, du hast alle Ressourcen, du hast hier wirklich gesammelt, du hast hier schon alles mit dir. Es geht hier nur mehr darum, es kommt mir wirklich so rein, dass hier zwei Personen hier weggehen, kann ja auch sein, aus einer Situation rausgehen, die ihnen nicht mehr gut tun, ja, und hier wirklich im Innen wie im Außen einfach einen gewissen Wechsel durchführen, ja, das kann beruflich sein, das kann, ja, wie schon gesagt, ein Wohnortwechsel sein, das kann ein ja, ein kompletter Wandel sein vom Lebensstil auch, kommt mir hier rein. Und hier einfach einen vollkommen 180 Grad Wechsel bekomme ich hier rein. Hier geht es nur darum, auf das, was du achten musst, einfach an dich zu glauben. Du schaffst das hier auch, ja. Du bringst hier wirklich das Boot hier aus diesen Wellen raus, ja, das könnt ihr hier rausziehen, gemeinsam. Ich nehme hier auch stark wahr, gemeinsam wird hier dieses Boot rausgezogen aus diesen Wellen und ihr seid dann beide im Innen wie im Außen hier glücklich und geht hier in eine neue Zukunft. Man sieht ja auch, diese Wellen sind hier auch schon viel sanfter. Es ist ja alles rosa, lila, ja, es ist ja einfach viel sanfter, schon viel liebevoller, diese ganze Umgebung und man ist ja voller Tatendrang und nicht mehr hier voller Angst und Sorgen wie hier, ja. Man packt das gemeinsam und geht hier dann im Frieden, in innerer Ruhe und Gelassenheit auch, ja. Es ist ja kein Stress dabei, man zieht das gemeinsam hier raus und geht so dann in die Zukunft und dann packt man es hier gemeinsam an. Es ist ja einfach ganz am Anfang diese 180-Grad-Wendung und dann packt man das hier schon gemeinsam an. Ob das hier ein berufliches Projekt ist, eine Beziehung, eine Wohnsituation, was auch immer, aber hier wird gemeinsam etwas angepackt und hier etwas Altes hier, was vielleicht nicht so gut war, ja, verändert und 180 Grad verändert, ja. Und wichtig ist wirklich hier an dich zu glauben und dann wird alles gut. Ihr habt hier alles, was ihr dazu benötigt. Das bekomme ich hier sehr stark rein. Ja. Gut, meine Lieben, das war's fürs Frühjahr. Wir schauen rein beim Wassermann. So, hallo meine lieben Wassermänner. Oh, wir schauen gleich in das Frühjahr 2022. Es zeigt sich der Bussard mit der Nummer 8 und eine Glückskarte noch dazu. Die haben wir sehr oft gerade wirklich. Du musst warten können. Lieber Wassermann. Hier, lass dich vom Allgeist führen, lass dich vom Göttlichen, vom Universum hier leiten, hier führen die Nummer 8, die Unendlichkeit hier zeigt sich hier auch an mit dem Bussard, der hier alles auch überblickt, hier überfliegt, ja. Du musst warten können. Wir haben es hier immer wieder jetzt mit dem Abwarten, ja. Wenn du hier etwas auf etwas wartest, dir etwas erhoffst, dir etwas manifestiert hast, ja, ist es von
also von bedeutsamer Wichtigkeit, dass du es auch erwarten kannst, ja. Wenn du dazwischen dann abbrichst und etwas anderes tust und dir denkst, das wird sowieso nichts, dann ist das vorbei, ja, dann kommt es auch nicht. Du musst es erwarten können, bis es da ist. Ja, egal wie lange es dauert. Also, und lass dich einfach führen. Das Göttliche, das Universum wird dich einfach in die richtige Richtung bringen, zu deinem Besten, zu deinem Endziel, dass du eben, ja, was für dich vorgesehen ist auch, ja. Ja, hier zeigt es die 7 der Stäbe, wo du eben auch in dieser Schutzkugel, in dieser Schutzatmosphäre hier bist und diese Angriffe von außen vollkommen abwehrst und hier nur mehr in deinem inneren Leuchten hier in dieser Schutzatmosphäre einfach hier wartest. Ja? Und bis es hier da ist, ja? Hier im vollsten Vertrauen auch bist, dass es zur rechten Zeit am richtigen Ort bei dir sein wird, ja? Sehr gut. Okay, was haben wir hier noch? Okay. Die Hohepriesterin, also hier im vollsten Vertrauen, einfach bist mit dir, mit dem Universum hier auch ganz genau weißt, was wann zu tun ist, wann es nicht notwendig ist, etwas zu tun hier und hier auch der Hierophant, die Hohepriesterin und der Hierophant, ja, hier zeigt sich auch eine spirituelle Verbindung an, eine telepathische Verbindung womöglich, wo man hier einfach schon telepathisch verbunden ist und hier auch Nachrichten erhält, wie auch immer, kann ganz unterschiedlich sein, Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit, ja, in Träumen verbunden zu sein, mit seinen Seelengefährten, mit seinem Twin hier auch schon, mit dem Göttlichen, mit dem Universum hier gewisse Nachrichten zu erhalten, gewisse Zeichen zu erhalten und man hier einfach auch schon gewisse Resultate hat, beziehungsweise gewisse Resultate hier im Frühjahr sichtbar werden, zwar langsam, aber stetig, Schritt für Schritt, sich hier einfach schon gewisse Dinge zeigen und entfalten. Es steht ja hier auch, man muss warten können. Die 7 der Münzen ist auch so eine Wartekarte, die 7 der Stäbe hier auch. Aber du bist hier einfach absolut hier im Vertrauen und es geht hier einfach Schritt für Schritt für Schritt. Und das sieht man hier auch absolut. Ja, und der König der Kelche kann hier auch für dein Gegenüber stehen, aber auch für dich. Ja. Obwohl ich hier eher ein Gegenüber reinbekomme, das hier eher für dich. Ja, dein Gegenüber ist genauso im Vertrauen und weiß genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, wird man sich hier einfach begegnen, hier einfach treffen. Ja, wenn hier alles seine Wurzeln geschlagen hat, aber die Verbindung ist hier, besteht hier, ist hier gegeben. Man muss sie nur abwarten können und sich führen lassen. Es hat hier auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen, göttlichen, spirituellen Hintergrund, diese Verbindung. Ja, sehr wichtig für die Erde auch, was hier daraus wächst, ja, was vielleicht gar nicht so offensichtlich ist oder vermutlich wisst ihr es schon, zumindest teilweise. Aber diese Verbindung hat hier schon einen sehr großen und wertvollen, hohen Sinn dahinter. Ja, und da ist es wichtig, dass es langsam vonstatten geht, Schritt für Schritt, dass man zueinander findet. Ja, ich schaue gerade. Ja, das ist natürlich, jeder tut natürlich in seinem Spektrum, in seiner
wie soll ich sagen, in seinem Handlungsspielraum das, was notwendig ist und erhält auch die richtigen Informationen in dieser Zeit. Gut, meine Lieben, das war's fürs Frühjahr. Ich wünsche euch alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss!